Guten Morgen Leute, hier spricht der Red und ich habe dabei den Pickhunter. Ich grüße euch, guten Morgen. Wer rechts unten in die Anzeige guckt, wird sehen, dass wir schon 1.45 Uhr haben und es ist Freitagnacht zu Samstag und ja, der Pickhunter und ich haben das große Glück, das Wochenende frauenfrei zu haben. Juhu! Und jeder Mann, der länger in einer Beziehung ist, wird sich da gut daran erinnern, dass das immer eine schöne Art und Weise ist, die Zeit dann irgendwie zu verschwenden. Oh ja. Gut, was wollen wir heute machen? Wie ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus als normalerweise, weil wir heute auf meinem Rechner arbeiten und nicht bei Pickhunter. Und wir haben uns überlegt, wir machen mal so ein kleines ROM-Hacking-Special. Genau, und dafür haben wir jetzt schon mal rausgepickt. Und zwar war ich das, der es rausgepickt hat. Ja, rausgepickt. und zwar nehmen wir uns mal dem ROM an, dass ich da, wie nennt nochmal, Secret of the Stars für das Super Nintendo. Genau. möchtest du dein Farbschema ändern? Nein. Gut, also wir haben uns Secret of the Stars rausgesucht. Wir werden mal ein bisschen in die ROM reingucken. Und werden da mal, ja, halt mal in den ROM reingucken und mal sehen, wie wir da Text ersetzen können. Also englischen Text ersetzen mit deutschen Text. Grafiken müsste man auch ersetzen. Ja, was noch? Wir schauen uns erstmal hintereinander an. Also wir brauchen als allererstes natürlich das ROM. Ne? Das kriegt man bei Google irgendwo rausgefunden, wo man sich das runterlädt. In dem Fall jetzt erstmal eine englische Version. Wer ein bisschen Japanisch kann, der kann das auch wahrscheinlich ganz wunderbar ins Japanische überführen. Aber wir sind dem Englischen ein bisschen besser mächtig, deswegen nehmen wir hier das Englische. Okay. Wo bekommen wir die Tools her? Also in allererster Linie könnt ihr die bei uns in der Download-Datenbank bekommen. Da gibt es zum Beispiel hier die Hex-Editoren. Und da gibt es die aktuelle Version von SNES Edit. Ja, das ist quasi das wichtigste Tool nach einem Emulator zum Testen. Was von dem User Zenab, der auch bei uns im Forum angemeldet ist, programmiert wurde in den letzten, ich glaube, 10, 15 Jahren. Und auch sehr mächtig ist, was die Funktionalität angeht. Definitiv. Ja, ist so das Tool, womit ich angefangen habe und womit man eigentlich auch gut einsteigen kann. Und es sieht schick aus. Und es sieht schick aus. Also ihr könnt es hier runterladen. So, Datei runterladen. Kann man eigentlich runterladen, wenn man nicht angemeldet ist? Was weiß ich jetzt gerade Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht aber. Ich glaube, es geht, ja. So, wenn wir das jetzt... Einfach mal probieren, wenn es nicht geht, anmelden. Jeder kann ja bei der Community mitmachen. Ja, so ist es. Und ja. Ja, hier haben wir es jetzt runtergeladen. Ich persönlich habe das natürlich schon ein bisschen vorbereitet. Ergo haben wir... SNES Edit jetzt hier. Das ist jetzt gerade nicht die aktuellste Version, weil ich mit der älteren, die sich aber funktionabel kaum unterscheidet, nicht unterscheidet, genommen oder beziehungsweise entschieden. Und ergo in dem Zusammenhang schauen wir uns die ganze Geschichte jetzt mal an. Große Informationen zu den ROMs, wie es aufgebaut ist, wie man was ändert, gehen wir dann nach und nach drauf ein. Bei Gelegenheit. Genau. Definitiv. Gut, wir öffnen uns jetzt erstmal SNES Edit. Das startet immer erstmal klein. Startet immer erstmal klein, genau. Und wenn man die Tastenkombination Alt C drückt, dann kommt man hier auf Config. Und wenn man dann auf Resolution geht und dann Best Fit auswählt oder eine andere, die man möchte, Auflösung, macht er das auf den geeigneten größenskalierbaren Monitor. Sauber. Ja. Ich habe einen 24 Zoll Monitor, dementsprechend ist das Bild bei mir relativ groß. Ergo macht es auf jeden Fall Sinn, sich das auch komplett anzeigen zu lassen, weil es auf die Art und Weise ja, natürlich sich am besten arbeiten lässt. SNES Edit hat aufgrund unserer Vorbereitung hier schon ein bisschen vorgegriffen. Normalerweise hätten wir jetzt das ROM noch öffnen müssen und es wäre ein Dialog gekommen, nämlich dieser hier. Und das machen wir jetzt einfach nochmal. Also wir haben die ROM umbenannt in SOS. Genau, Secret of the Stars. Ne? Und da haben wir das jetzt. Hier seht ihr die ROM an sich, so wie sie aufgebaut ist, von seinen Hexwerten her. Das sind halt Zahlenwerte im Hexadezimalsystem. Mhm. Ne? Brauchen wir keinen mehr erklären. Jeder, der schon mal ein bisschen mit IT gearbeitet hat, weiß, was ein Hexadezimal, ein Dezimalsystem ist. Ne? Ja. Gut,
kurze Information zu den einzelnen Sachen hier. Hier sehen wir im Endeffekt, wo wir dezimalmäßig sind, wie wo wir hexmäßig sind, also hexadezimal. Also die Stelle im ROM. Die Stelle im ROM, genau. Und ach, ich komme ein bisschen heran, das könnte jetzt klappern, wenn ich jetzt hier meinen Arm auf den Tisch packe, weil der Ständer, der ist direkt an dem Tisch gebappt. So. Und Typ LoRom. Ja, genau, da gibt es ja zwei unterschiedliche ROM-Typen im Super Nintendo, LoRom und HiRom. Die unterscheiden sich ja bloß in der Megabyte-Zahl der ROM sozusagen. Da gibt es ja kleine ROMs und große ROMs. Ja, das ist aber nicht unbedingt so entscheidend, weil LoRom kann auch 4 MB sein. Oh. Ja. Aber ich sehe schon, wie das Mikrofon wackelt, ich gehe lieber weg. Einziger großer Unterschied ist halt, dass ein LoRom von den Bänken her, sprich von den verfügbaren, also SNES-ROM ist ja eingeteilt in verschiedene Bänke. Ne? Und bei LoRom sind die Bänke kleiner als bei HiRom. Und in dem Zusammenhang unterscheiden die sich. Meistens sind die LoRom-Bänke auch nochmal gespiegelt als Sicherheit. Das wäre jetzt aber ein bisschen zu tief ins Detail gehen, ja, denke ich. Jetzt schon, das ist schon wieder das ein bisschen auf. Beim kennst du das Chaos Radio? Ja. Ja, da kam mal der nette Spruch immer wieder, das Nerd-Bullshit-Bingo. Weiß ich Bescheid. Gut, um jetzt nicht großartig viel Zeit zu verlieren, würde ich einfach sagen, wir starten mal. Kurz Grundinformation. Also ein ROM ist aufgebaut aus verschiedenen Zahlenwerten, in dem Fall im Hexadezimalsystem. Und man will ja irgendwie rausbekommen, wie und wo ist der Spieltext gespeichert. Genau. Und um das herauszubekommen, gibt es einfache Funktionen bei SSNS Edit. Wenn wir hier oben auf Suchen gehen, indem wir Alt S drücken. Also das lässt sich nur über Tastatur steuern, das Tool. Nein, das kannst du via Maus, aber bei mir funktioniert es irgendwie nur per Tastatur. Okay. Also nice. wenn wir auf Suchen gehen, haben wir verschiedene Suchen. Relativsuche, das bedeutet, er sucht nach einem vorher definierten Algorithmus, den wir angeben können, das machen wir gleich. Und zwar kurz zur Erklärung, relative Suche ist, wenn jetzt da im Text stehen würde ABC, dann gebe ich dort einen Such nach ABC und das ist scheißegal. Also der würde dann auch suchen nach BCD und CDE und so weiter. Also der guckt dann bloß nach den Unterschieden zwischen den einzelnen Werten. Also ich habe das eigentlich immer so verstanden, dass die Relativsuche dazu da ist, wenn du jetzt zum Beispiel ABC eingibst, dass er in der ROM schaut, welche Hexadezimalwerte in der Abfolge vorkommen. Ja. Zum Beispiel A0, A1, A2. Ja, oder B1, B2, B3. Um es mal in Zahlen auszudrücken, der sucht dann oder findet dann die Sachen, die 1, 2, 3 sind oder die dann 2, 3, 4 sind und so weiter und so fort. Genau. Ist die relative Suche. Richtig. Gut. Normale Suche bedeutet, wenn wir jetzt schon die Information hätten, wie in diesem ROM die Texte abgelegt sind, mit welchen Werten, zum Beispiel, dass das A den Hexadezimalwert 0 hat und so weiter und so fort, könnten wir die normale Suche benutzen oder, das kommt aber leider selten vor, der Text ist abgelegt im ASCII-Code, sprich, dass das A dann ganz halt ASCII-Code wie der Computerbuchstaben spricht. Genau. Pointersuche kommen wir später zu. Hexsuche kann man eine, wie es der Name schon sagt, eine Abfolge von Hexadezimalwerten mit Jokerzeichen suchen. Wir können mal kurz drauf gehen. Jokerzeichen sind so Zeichenersetzungen. Genau, zum Beispiel ein Sternchen. Steht für alles. Genau, steht für alles. Wie im Word zum Beispiel. Oder naja, Sternchen, das ist so Regex. Ja. Wem Regex was sagt. Ja. Uah. So in etwa. So. So ein kleines bisschen. Genau. Ja, Maus funktioniert wirklich nicht. Okay. Differenzsuche, gute Frage, habe ich nie mit gearbeitet. Komprimierte Suche benötigen wir, wenn zum Beispiel ein Byte, wie zum Beispiel 00, den Wert bzw. das Textzeichen zum Beispiel und hat. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel 00 würde ja normalerweise plus A sein. Aha. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel 0001 zusammennimmt und das würde das Wort untergeben, da gibt es eine vordefinierte Tabelle im ROM, die über einen Algorithmus bzw. über eine Logik abgefragt wird, wenn der ROM den Text produziert, ist dazu da, um Platz zu sparen. Jo. Ja. Kommt bei vielen ROMs vor. Kommt zum Beispiel bei Zelda, Link to the Past, Parallel Worlds und Parallel Remodel. Kommt das zum Beispiel vor, gibt es ein Dictionary. Blocksuche,
Lassen wir mal aus. Das ist auch gerade nicht. Suche aus Pointer-Block, da kann man in den Pointern, die man gefunden hat und definiert hat, kann man in diesen Pointern suchen. Ah. Ist ein bisschen zu tief jetzt für den Anfang. Letzte Suche. Das letzte ja, Suche wiederholen. Nochmal. Da kann man sich Suchergebnisse anzeigen lassen. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier eine Hexsuche 20A90048 machen, dann findet das Firma. Jetzt hast du dir gerade einen Wert aber ausgedacht, oder? Ja, ja, der Standard. Okay. Achso, okay. Ja. Ah ja. So, wenn du jetzt F3 drückst, dann zeigt er dir die Einträge an, die er dazu gefunden hat. Ah. Na? Ah. So, okay. Ich würde mal, du hast hier die ganzen Shortcuts jetzt hier schon drin. Hm? Irgendwie würde ich mal vorschlagen, wenn du das jetzt die erste Zeit nur übers Menü machen würdest, wäre das cool. Ja, wenn die Leute auch hinterherkommen, wie ich. Ja. Wenn man mal einen Shortcut nicht mehr weiß, kann man mit Alt-H, Hilfe, okay, sich die Tasten anzeigen lassen. Da zum Beispiel F1, ganz wichtig. F1, Hilfemenü. Genau, also wie bei Word zum Beispiel. Wenn du F1 drückst, kommt ja auch das Hilfemenü. So, okay, fangen wir jetzt einfach mal an. Wir öffnen uns jetzt erstmal die ROM. In dem Fall SOS. Mit dem EMU. In dem Fall SNES und X, wenn ich das... Ja. SNES und X. Ich bin heute blind um die Uhrzeit. Zu wenig Kaffee in die Augen. So, wir spulen mal ein Stück. Und wir stellen schon fest, das ist schon unser Test. Von heute Morgen, heute Mittag. Ja, das ist wirklich schon unser Test. Verflucht. Gut, okay, jetzt macht aber nichts. Ja. Wir können ja auch den... den ROM an sich unter SOS. Ich glaube... löschen den mal. Habe ich noch das Backup von heute Vormittag? Yep. So. Ja, das sind halt diese Live-Szenen. So. Ah. Das wird auch anders. Da oben, das, was jetzt hier angezeigt wird, das diese. Bitte nicht beachten, das ist ein Emulationsfehler. Und wir haben jetzt das große Glück, dass alle Buchstaben bzw. der komplette Text groß geschrieben ist. Was uns natürlich die Relativsuche richtig einfach macht, aus dem einfachen Grund heraus. Dann kann man der Relativsuche entweder nur Großbuchstaben suchen oder nur Kleinbuchstaben suchen. Mhm. Mit ohne Leerzeichen oder Sonderzeichen, aber Jokerzeichen sind erlaubt. Mhm. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel das Wort Wort suchen What? Würden, What? Geben wir mal ein Wort. Und search. Bam. Findet dann eine ganze Menge. So, jetzt habt ihr natürlich sehr viel gefunden, weil, wie man sich vorstellen kann, in einem RPG-Spiel das Wort Wort ziemlich häufig vorkommt. Ja. So, wir gleichen das mal ab. What? Fragezeichen. Oh, it's you. Wo haben wir es denn? What? Oh, it's ja, ist es. You. Da ist es, genau. Erfahrungsgemäß erstmal am Anfang. Ja. Übrigens, was hier vielleicht wichtig zu wissen ist, der Text hier in diesem Spiel ja unkomprimiert ist. Mhm. Na, also bei anderen Spielen sieht das nicht so einfach aus. Aber hier ist es halt mal der Fall. Ja, das ist schön. Deswegen ist das so ein schönes Anfängerdingens wahrscheinlich. Genau. Man muss dazu sagen, viele Spiele sind nicht komprimiert. Aber es gibt halt Ausnahmen wie gerade Action-RPGs, die dann komprimiert sind. Die wichtigen Titel für das Super Nintendo sind komprimiert. Oh mein Gott. Hat er einfach den Hintergrund, dass ja früher so eine Speicher, so eine kleine EEPROM-Speicher, wie ich hier liegen höre zum Beispiel. Ihr seht ihn gerade nicht, aber der ist klein. Ihr seht ihn nicht, aber es ist ein kleiner Speicher, der, wo das Spiel drauf gespeichert wurde, dann im späteren Verlauf, teuer waren. Und deshalb waren auch die Spiele so teuer. Ich will mir mal die Batterie angucken. Ist das mit Lötfahne? Ja. Das ist noch die Originalbatterie. Ja. Der Pickhunt hatte gerade ein FIFA 96 Modul, also die Platine davon in der Hand, wo eine Lochrasterplatine drauf ist, mit einem Lochraster. Und mit Fusseln. Mit Fusseln, ja, die lag in der Kiste, die euch vorne rausgeholt. Okay, cool. Und da ist ein Sockel drauf und auf dem Sockel ist der EEPROM zum Testen. Da ist er drauf. Cool. Auf jeden Fall, die Dinger waren relativ teuer und deshalb mussten die Entwickler natürlich relativ platzsparend arbeiten und dann haben sich halt viele überlegt, naja, machst du mal eine Textkomprimierung rein. Ja, ja, also sowas wie Widerer, das macht bloß in nur zum Beispiel Frauen erzählt haben, wenn du zwei Bytes hast und dann gibt es Wort und. Ne? Genau. Sowas zum Beispiel. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Also wir nehmen den fünften Eintrag, weil das eher unser Text entspricht. Oh, what it's you. So. Oder so. Mhm. Dann drücken wir, machen wir mal zurück. Moment, dann gehen wir, ja, dann landet er genau auf dem, was für ihn das W bedeutet. Ah ja.
Also das ist in dem Fall gar kein richtiges W, sondern irgendwas anderes, wo wir jetzt wissen, das müsste ein W sein. Genau. Genau. Und dann drücken wir? Dann drücken wir Enter. Enter. Dann kommt eine sogenannte Table-Datei. Ja, die Tabelle. Und in diese Table benutzt er, um zu definieren, was ist in dem Spiel in A, in B, in C, in Fragezeichen etc. Also wir bauen uns jetzt unser Alphabet zu dem Spiel. Genau. Wir haben jetzt gesehen, das Minus da, das längliche, das müsste ein A sein, da gehst du rein und gibst jetzt ein A, ein W meine ich, ein W. So. Mhm. So, damit man das jetzt nicht für jeden Buchstaben. Ja, du kannst mir noch einen zweiten Buchstaben dazu machen, damit man es mal sieht. Es kommt noch W. S-T-O-V-W-X. X. Das ist schon ein bisschen spät. So, X, Y. Ja, so reicht das mal. So, und um das jetzt hier nicht alles ausführen zu müssen, drückt man einfach mal auf A. A? Für alle? Muss ein Zeichen sein. Moment. Beim W zum Beispiel A. Und dann machen wir Autovervollständigung. Ja, und dann packt er dir die ganzen anderen Buchstaben automatisch rein. Genau. Clever. So, jetzt machen wir, wenn wir fertig sind, Escape. Und dann hat er jetzt definiert für jedes einzelne. Der zeigt mir jetzt an, dieses Zeichen muss ein B sein. Genau. War cool. Da kann man schon richtig viel lesen. Aber da sind noch eine Menge andere Zeichen dazwischen. Ja, das sind in der Regel Sonderzeichen und Steuerzeichen. Und Steuerzeichen. Je nach dem Mod kann man jetzt ein Ausrufezeichen, ne? Oder ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen. Wenn wir das jetzt bestimmen wollen, dann drücken wir gehen wir da drauf, drücken Enter. Wir auf Enter, geben hier das Fragezeichen ein. Escape und dann weiß man. Oder haben wir Wort. Und so geht das jetzt eine ganze Weile, bis man alle seine Zeichen hat. Ja, aber manche kann man einfach auch nicht erstmal nicht zuordnen, weil das Spiel natürlich nicht sofort preisgibt, was wo gemacht wird. Wie dieses komische Euro-Zeichen oder was es sein soll. Genau, das ist ein Euro-Zeichen. Wenn wir jetzt in unsere Emulation reingucken, sehen wir, dass nach dem Wort ein Leerzeichen ist und nach dem It's auch ein Leerzeichen. Das können wir jetzt mal abgleichen. Hier ist jetzt das It's vorbei. Das auch dann Leerzeichen. Also es sagt uns, das ist das Leerzeichen. Das ist ein Leerzeichen. Drücken wir auf Enter. Machen hier ein Leerzeichen. Und jetzt pass auf. Bam. Hammer. Na? So, hier das It's ist abgetrennt durch ein Apostroph. Genau. Das Jo genauso. Und geht jetzt für jedes Zeichen so weiter. Und das machen wir jetzt für jedes Zeichen so weiter. Jo kommt ein Punkt. Fertig. So, und hier müssen wir jetzt überlegen, was wird hier gemacht. I know you are here daily. So. Jetzt gucken wir es mal weiter. Do you like my books that much? So, in dem speziellen Fall kommen die Texte nacheinander. Do you like my books? Ja, Zeichen? Nee. Ich hab's genommen in den Emu. Nach dem Books kommt ein Zeilenumbruch. Ja, den könnten wir jetzt definieren. Mit, man kann dann nämlich auch mehrere Zeichen eingeben, was mir schon gezeigt, CR oder NL. Kann man sich aussuchen. NL für New Line. Ja, New Line. Ja, CR ist ja Carriage Return, Wagenrücklauf. Wie früher bei der Schreibmaschine zurück. Bing. Also eigentlich wäre das kein NL, sondern ein NLCR. Ja, aber um es ein bisschen übersichtlich zu halten. Ich habe dich besiegt. Um es ein bisschen übersichtlich zu halten, macht das, glaube ich, mehr Sinn. Richtig. Ja, und dann markiert das auch gleich grün, wenn man das in die Klammern packt. Dann weiß man auch gleich, da ist kein Text, sondern irgendwas anderes. Ja, markiert das deshalb grün, weil das mehr als zwei Zeichen für ein Byte sind. Ja? Sieht halt dann einfach besser aus. Genau. So, okay. That much, jetzt mal soweit, jetzt mal hier. Jetzt machen wir mal wieder die Pause weg. If you want, feel free to read any of the books from the bookcase. So, schauen wir mal weiter. If you want, das Leerzeichen so viel. Feel free to read any of the books from the bookcase. So. Da ist jetzt noch so ein dänisches oder schwedisches Das ja. Und dann kommen noch ein paar andere fiese Zeichen, die da oben allerdings nicht mit dabei waren. Ja. Also ich würde jetzt mal wetten, dass das damit zu tun hat. Also nicht da oben mit dem Weißen, sondern dass der Junge. Dass er ein bisschen läuft irgendwie. Dass der läuft. Genau. Könnte sein.
Also aber in dem speziellen aber, Fall. Aber muss nicht. Nee, muss nicht. Aber das, die Zeichenfolge würde ich jetzt mal vermuten. So, es geht ja bisher hin und dann geht es so weiter mit IC. Hm. So. I guess you like adventures und so weiter und so fort. So, okay. Also man müsste sich jetzt damit beschäftigen, rauszubekommen, was passiert bei einem E6, was passiert bei einem B4 und was passiert hier. Mhm. Ja. Um es jetzt einfach mal den Leuten auch zu zeigen, dass auch was passiert, wenn man das rausbekommen hat, geben wir jetzt nochmal dieses Wort, oh, it's you, und geben jetzt einfach mal mit dem Irgendwie Tastenbefehl, bist du da jetzt reingekommen? Ja. Ja, mit dem Tastenbefehl STRG, also Steuerung E für Edit. Steuerung E für Edit. Ja. Dann kommst du hier unten in diesen Modus. Da unten, ja. Und dann kannst du jetzt einfach tippen. Machen wir jetzt mal Test. So. Okay. Und jetzt ganz wichtig. Man hat jetzt, wenn man jetzt auf F2 drückt, kommt das Speichermenü. Da hat man verschiedene Optionen. Entweder eine Endo erstellen. Was auch immer. Das ist, da werden Änderungen gespeichert, die du machst in dem Raum. Ach so. Eine IPS. Da wird eine das IPS-Datei entlegt. Das Patch-Datei. Ist ein Patch. Hm. Direkt im Raum speichern oder nichts machen. Ha. Ja, wir machen jetzt mal eine IPS, aha, aus dem einfachen Grund heraus, weil es das jetzt Möhre war, was wir hier gebaut haben, haben wir immer noch die Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen. Okay. Also einfach merken, einfach IPS und dann ist das schick und schön. Genau. Wenn man was kaputt gemacht hat. Wir machen jetzt sozusagen Soft-Patching, wie du siehst, hier. Wenn du jetzt die ROM mit dem IPS... Macht das ja immer von allein? Ja, das macht er immer. Ach so, das ist ja geil. Ups. So. So, jetzt gucken wir mal. Wenn wir einfach nochmal die ROM neu laden. Ach, guck mal. Wo hat er das jetzt gemacht? Na, weil wir noch die Tabelle von heute Morgen drin haben wahrscheinlich. Da ist bestimmt noch die Grafiktabelle von heute Morgen drin. Das könnte sein. Wir haben nämlich heute schon ein bisschen rumprobiert und da habe ich ein bisschen in den Grafiktabellen rumgemalt. Das war eigentlich nicht sein, komischerweise. Okay, ist ja auch erstmal egal. Auf jeden Fall stand da jetzt Test. Test. Wie man sieht, steht jetzt Test da. Normalerweise wäre die ganze Geschichte jetzt ja auch noch blau im Hintergrund. Blau im Hintergrund, aber wir haben ja heute schon ein bisschen, hat der schon ein bisschen was gezeigt. Außerdem, wie es aussehen muss, haben wir ja gerade schon gesehen. Richtig, richtig. So. Es geht jetzt ja nur um den Text. Aber die Grafiken malen machen wir ja noch später. Ja. Da können wir dann nochmal genauer drauf eingehen. So, das ist erstmal so zur Einführung. Da sieht man auch schon mal, was man mit den Grafiken so anstellen kann. Die kann man auf einmal durchsichtig machen. Mhm. Also man könnte jetzt den ganzen Rahmen wegmachen, dass dann bloß noch weißer Text da steht. Mhm. Theoretisch, wenn man das schick findet. Wenn man das schick findet, aber... Man muss es nicht schick finden. Ein RPG-Spiel ohne schöne Textbox ist blöd. Ja, ein bisschen. Aber man könnte jetzt rein theoretisch den Rahmen blau und die innere, was weiß ich, schwarz machen oder genau, was auch immer. Genau. Ja, man müsste jetzt bloß im ROM die Adressen finden, wo die Farben definiert sind. Oder man macht das direkt im grafischen, in der grafischen Änderung. Genau, aber da gehen wir später noch drauf ein. Jetzt geht es erstmal nur um den Text und um das komische dänische, schwedische Genau, so ist es. So, jetzt machen wir erstmal den, also wenn ihr jetzt sagt, die Änderungen waren jetzt total Möhre. Ja, ne? Die waren jetzt ja kacke oder nicht. So, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, ihr löscht die IPS-Datei wieder. Aha. Ja. Dann geht er mit ID für Datei auf Datei. Datei. Und dann machst du Datei neu laden in RAM. Aha. Und dann ändert er das hier wieder an. Wieder zurück. So, speichern wir nochmal direkt. Legt jetzt keiner an. Aha. So, und jetzt gucken wir mal. Hm. Guck mal jetzt. Das hat jetzt im Übrigen nichts damit zu tun. Es hat was damit zu tun, dass wir SNES-Edit schon geöffnet hatten und ich danach erst diese ROM-Datei ersetzt habe mit dem Backup. Und sozusagen in das... Ding, das war jetzt ganz was anderes sozusagen. Richtig. Richtig. Also wir können es nochmal machen. Machen wir mal erst. So. Das sind übrigens die typischen Sachen, mit denen Red immer zu kämpfen hat. So. Und dann gibt's. Ja, jetzt sieht das doch schick aus. So. Gut. Jeder wird sich jetzt wahrscheinlich schon die Frage gestellt haben, ja, ist ja schön, dass ihr da den Text reinschreiben könnt, aber was ist denn hier mit Umlauten wie Ü, Ö, ja. SZ? Ja, eben. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Ja, wir machen jetzt ein kurzes Päuschen. Ihr könnt nochmal ein Resümee passieren lassen. Du kannst nochmal schnell zusammenfassen. Also SNES Edit zum Ändern. So. Runterladen bei snesprojects.de, in der Download-Datenbank. Oder separat auch noch vom Hacking
Homehacking.net, auch eine sehr, sehr gute Seite für sowas. Unter Utilities und dann SNS reicht schon. So, müssen wir es jetzt irgendwo finden, SNS Edit. SNS Edit. Irgendwo ist es doch, ja. Ein Stückchen höher? Ne. Ich bin gerade blind. Machen wir Ctrl F. Und gib mal Edit ein. Ja, guck mal. Zu so später Stunde. Da haben wir noch einen coolen Screenshot dazu. Aber dann geht man dann da rein. Nur mal für mich zu merken, geht man da rein. Dann Text suchen. Relativ. Mhm. Dann die Buchstaben, also das Alphabet setzen. Mhm. Dann ein bisschen was spielen, ob es geklappt hat. Das Ganze als IPS möglichst speichern. Erstmal zum Testen, genau. Dann Editor aufmachen, ROM öffnen oder neu öffnen, je nachdem. Und dann gucken, hat es geklappt. Genau. Und das war es dann für das erste Kapitel, was wir jetzt hier gemacht haben. Das war es dann erstmal, genau. Im nächsten Kapitel, beziehungsweise gleich im nächsten Video, zeigen wir euch dann noch, wie ihr die Grafiken ändert. Genau. Und in dem Zusammenhang würde ich sagen, machen wir erstmal Pause. Eine kurze Pause, Kaffee holen. Und wir sehen uns gleich wieder. Jo, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.